Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Outriders World Slayer. Wir wollen jetzt nach Taya Grata lossegeln mit diesem Ding. Ach, guck mal da. Da ist ja einer drin. Oh Gott, wisst ihr, was da drin ist? Das ist da. Das ist ein Schneegigant, der da drin ist. Oh Gott, bleibt doch mal drin. Ihr seid ganz schrecklich. Ich habe nur schreckliche Dinge mit euch gemacht. Taya Grata. Vor langer Zeit, vor dieser Stadt, entdeckte Vater in diesen Bergen einen Durchgang. Was er dort fand, erschreckte ihn. Er versperrte den Weg. Nur Auserwählte durften passieren. Aber mit jeder Reise in die Tiefe brachte er mehr Wissen, mehr Macht für sein Volk. Er erbaute hier seinen Palast und sie ihre Stadt um ihn herum. Und das Volk wurde immer mächtiger. Aber große Macht blendet. Das haben sie jetzt eben geschickt gemacht. Die haben, damit man diesen Giganten da drin nicht sich bewegen sieht, haben sie einfach das Wasser dahinter gemacht. Beim Bewegen. Ja, es hat ein bisschen geschneit. Ich finde, es ist äußerst bedrückend, dass man in so einer riesigen Stadt alleine ist. Ich finde es noch nicht mal, also in der Open World ist es ja schon immer ein bisschen komisch, wenn man da irgendwie alleine ist, aber ich finde in so einer riesigen Stadt, die so pompös daherkommt, also pompös zerstört, mit dem großen Vater und alles, finde ich irgendwie bedrückender. Angsteinflößender. Na gut, jetzt finden wir auch keine Notizen mehr, weil hier ist ja niemand hinvorgedrungen. Oder wir finden sowas wie Monroy, der dann auf einmal einfach irgendwie was aufgebaut hat. Ich will sehen, wie das alles vorher aussah. Ich hätte gern DLC mit vorher. Ich würde gerne einen Pack spielen. Im Laufe der Jahre grub der Vater seinen Durchgang immer tiefer. Er entfesselte immer mehr Anomalien, bis die Stürme langsam gefährlich wurden. Ganz Enoch geriet aus dem Gleichgewicht. Chaos und Zerstörung herrschten. Aber den Leuten hier ging es nur um Macht und Geld. Das war die dunkelste Zeit. Sie sagt Geld. Wieso sagt sie denn Geld? Geschichte der verborgenen Stadt, Teil 2. Die Worte der Schamanin waren voller Schrecken, als sie vom unstillbaren Macht- und Wissenshunger des Vaters sprach. Er folgte den unterirdischen Energielinien über den ganzen Planeten, vielleicht um die Quelle der Anomalie zu finden, ihre Entstehung zu begreifen und ihre Grenzen zu erforschen. Eines Tages hoch auf dem Berg, der schließlich zur Hauptstadt der Alten wurde, entdeckte der Vater einen Durchgang. In den Tiefen dieses Durchgangs machte der Vater eine Entdeckung, die ihn fesseln und sein Volk auf ewig verändern sollte. Sein Fund wurde geheim gehalten und allen außer seiner loyalen Hauptleibwache war der Zugang untersagt, aber das Volk nahm die von ihm geteilte Macht dankbar an. Sie wagten nicht einmal nach ihrem Ursprung zu fragen und zweifelten auch nicht an den Absichten des Vaters. Dieser erbaute seinen Palast auf den Gipfeln des Berges. Die Stadt wuchs und gedieh. Viele kamen nach Taya Grata, weil sie sich dort neue Handelsmöglichkeiten sowie großartige technologische Durchbrüche erhofften und Teil einer Zivilisation werden wollten, wie es sie noch nie gegeben hatte. Aber der Vater hatte nur gelernt, die Anomalie zu manipulieren, konnte sie aber nie wirklich kontrollieren. Je mehr der chaotischen Anomalie-Energie freigesetzt wurde, desto instabiler wurde sie und die Stürme auf dem Planeten wurden immer heftiger. Kurz danach begann der Abschied Enochs ins Chaos. Kann das sein, dass der Vater ein bisschen schuld ist? Sollen wir das anmachen vielleicht? Wenn ich das schon sehe, alles auf der Karte. Bin ich im Kreis gelaufen?
Wieso liegt hier nichts? Ach, ja, wir sind echt im Kreis gelaufen. Aber jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ah, eine Waffenkiste, weil wir so schön im Kreis gelaufen sind. Polarmaterial und eine Anpassung. Das ist nichts gut. Warum sind hier überall die Waffenkisten? Deswegen. Wo seid ihr? Kommt ihr da raus? Ich hoffe, sie kommen hier raus. Hallo. Hier jemand. Die dürfen, müssen ja eigentlich alle hier rauskommen, gell? Bollwerk. Die haben auch Bollwerks. Ich überlege, ob ich die ganze Zeit, ob ich noch Überhitzung wieder mit reinnehmen soll bei mir, weil ich habe ja die Aschedetonation nur gehabt, um die aufzuleveln. Bestien schlechter Hammer. Ja, ich glaube, unser anderes Ding ist irgendwie besser. Unsere Damaskusgabe. Hier was? Will ich hier rein? Oh, auf die Kiste. Wenn du hier einfach so reinrennst und denkst dir nichts dabei, dann hast du aber auch verschissen, ey. Gibt's hier noch irgendwas zu finden? Wir sind jetzt in einem neuen Gebiet, das heißt, alles ist offen. Zeig mal her hier. Unser neues Gebiet. Oh. Oh. Na, das wird aber super Bosskampf hier. Oh Gott. Wie viele... Keinen Tagebuch... Ach so, keine Tagebuch... Schade, schade. Okay, gut. Also hier war ja, ist auch niemand hingekommen. Ist ja klar, dass hier nichts ist, eigentlich. Goodies. Mach mal auf hier. Oh! Oh, was ist denn hier los?
Wer kommt jetzt an? Oh Gott, jetzt wird's krass. Glaube ich. Oh oh. Oh, da ist er schon. Ich komm nicht weg. Ah, da kommt man auch nicht hoch. Greifen die auch von hier drüber an oder was? Da brennt jetzt, okay. Wenn ihr halt nicht zu mir kommt. Bringen wir euch halt so um. Leider war das nicht alles. Da liegt noch was für uns rum. Ja, irgendwie. Ich kann ihren Groll verstehen, aber ja. Helionbrecher. Damn, ey. Oh, das war so klar. Oh. Komm, Großer. Lass uns tanzen. Urgigant. Wo ist er?
Nein. Boah. Boah. Scheiße. Hä, wo bin ich denn? Hier liegt Zeug rum und ich kann nicht drauf treten. Das ist so scheiße. Nein, ich brenne. Nee, ich brenne gar nicht. Ich bin gefrostet. Rot ist er sauer. Scheiße. Wir versuchen es mal mit unserer alten, liebsten Waffe. Welche hat man denn jetzt die ganze Zeit eigentlich? Ach, mit der hier haben wir geschossen. Die wäre halt, die ist halt überall besser. Wir probieren es mal mit unserer Damaskusgabe. Ja, los, mach kaputt, ey. Ich komm nicht weg. Du bleibst halt echt überall hängen hier.
Scheiße! Boah, ist Trick. Nee, kann ich so rumrennen. Oh, Dreck. Nein. Nein, du Bastard. Oh nein. Das konnte ich bei dem Spiel hier noch nie leiden. Du bleibst an jedem kleinen Scheißdreck hängen. An jedem Scheißdreck bleibst du hängen. Ob das jetzt ein kleines Dings ist, was hier rummacht. Komm nicht weg. Jetzt fängt sie da an. Ich muss hier aus der Ecke raus. Okay, jetzt muss ich in Bewegung bleiben. Und ich renne genau rein. Oh.
Oh, ist das scheiße. Okay, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden es in der nächsten Folge, denke ich mal, nochmal in der Weltstufe probieren. Und dann gucken wir mal weiter. Vielen Dank und bis morgen. Tschüss.